Hallo, hallo, hier ist Ute vom Kanal Lucania Bell. Ja, neuer Tag, neuer Prompt. Und zwar, brauche ich. Mein Gott, der ist überhaupt nicht vorbereitet hier. Ja, der 19. Dezember und da steht Schatz der Natur. Schatz der Natur. Ja, Schatz der Natur. Was ist denn der Schatz der Natur? Der Schatz der Natur ist die Natur an sich. Oh, voll der philosophische Spruch, ne? Ich weiß. Schatz der Natur. Wie du siehst, so langsam muss ich mir mal, wie viel haben wir noch? Ja, ein paar sind da noch, dass ich mal ein bisschen flacher arbeite. Also nicht mehr so, ich meine, das geht jetzt hier noch, ne? Der kleine Effi ist ja jetzt nicht so dick und das geht auch noch. Wobei, es geht eigentlich alles. Es ist einfach nur die Menge macht es dann, ne? Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, wird es heute dann mal flach. Keine Flachwitze, sondern flaches Werkeln. Keine Flachwitze. Und zwar habe ich mir hier schon mal eine Seite präpariert, weil ich habe festgestellt, Lochverstärker wäre gut. Habe ich direkt von beiden Seiten gemacht, weil eine Seite musste ich schon reparieren. Die ist mir ausgerissen mit dem magischen Augen. Magische Kreatur, also mit den Pilzaugen. So. Dann habe ich mir gedacht, das habe ich hier gefärbt mit was habe ich das denn gefärbt? Also mit Peacock Feather auf alle Fälle. Dann mit Kaffee habe ich da drauf rumgesprüht und hier mit diesem Stain Spray Tarnished Brush. Und das hier ist nochmal Oxide Red Brick, heißt das so? Fired Brick. Fired Brick, das ist es. Das ist es. Und dann habe ich nochmal hier ein wenig Orange. Caved Pumpkin habe ich auch noch mal ein bisschen hier so mit drauf gemacht. Das war es, glaube ich, ne? Ja. Damit das so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, an was ich mich da orientiert habe. Ich habe einfach irgendwie jetzt, ne, das ganze Journal bei mir ist ja sowieso so in den Brauntönen, dann diese Grüntönen, Gold, ne, Ocker. Weil, ja, erstmal finde ich die Farben ganz toll momentan. Vor allen Dingen hier so Türkis und Brauntöne und Gold ist absolut mein Favorite momentan. Von daher, das Papierset ist ja auch so ein bisschen ein wenig so auch in dieser Farbspektrum. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Also, das werde ich jetzt hier so draufkleben. Das werde ich mir jetzt erstmal hier schneiden. Ich habe hier schon mal gerade einen Knick gemacht, damit ich ungefähr weiß, wie weit ich da so abschnibbeln muss. Ja, der Schatz der Natur ist die Natur ja an sich, ne? Also die Natur ist ja ein Schatz, also zumindest für mich. Wieso sieht jetzt schon wieder schief jetzt aus hier? Das kann mir doch mal einer erklären, warum ich immer hier... Ne, da ist komplett gerade angelegt. Habe ich hier vielleicht nur schief geknickt. So, ein Millimeter. Wirklich nur so mini. Ich stelle immer wieder fest, ne? Also komplett konzentrieren und reden, das fällt mir schwer. So, das kommt mit in die Schnipselkiste. Furchtbar, wenn ich auch die Sätze dann nicht zu Ende bringe. Ich weiß, es tut mir sehr leid. Also, der Schatz der Natur ist die Natur an sich. Und ich habe mir dann hier aus meiner Kiste, wo ich so getrocknete Blumenblätter drin habe, schon was hier rausgeholt.
Hier von meinem Zitronenbäumchen, von meinem Löwenzahn. Ja, ich habe selbst gepflanzten Löwenzahn, weil ich liebe Löwenzahnsalat und ich liebe Löwenzahntee. Und deswegen habe ich mir das selber angepflanzt. Das weiß ich leider gerade nicht. Also ich finde es wunderschön, aber ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Das ist, glaube ich, eine gepresste Nelke und das ist ein kleines Röschen. Wie die heißen, weiß ich gerade auch nicht. Nee, das ist kein Löwenzahn. Das ist, egal. Egal. Ich weiß es gerade nicht. So, das klebe ich jetzt erstmal hier drauf. Und das klebe ich mit Doppelklebeband da drauf. Da geht am schnellsten. Ja, ich werde einen bunten Strauß. Wie du siehst, wird es ein bunter Strauß werden. Ein bunter Strauß. Und dann mal schauen. So. Dann habe ich mir gedacht, diese Blätterkonstruktion, beziehungsweise der bunte Strauß, der geht in ein Gefäß. Jetzt habe ich hier zwei mit meiner Stanze gemacht. Einmal hier normal Kraftpapier, wo ich so ein Schleifchen drauf gemacht habe. Ne? Ringsrum ein bisschen Stempelfarbe und ein Schleifchen drauf. Und einmal hier, das ist so Verpackungsmaterial. Und das habe ich aber durch die mit einem Prägefolie einmal so und dann gestanzt. Jetzt bin ich gerade am Gucken. Ja, das ist sogar auch ein bisschen schon mit Goldwachs bearbeitet. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was mir denn am besten gefällt. Also ich glaube, ich werde das einmal kurz so ein bisschen zusammensetzen, wie ich mir das gedacht habe. Weißt du noch nicht? Mittig? Doch, mittig sollte schon vielleicht. Weil ich muss mal schauen, wie ich mit meinen Blättern hier zurechtkomme. Ich möchte das ja gerne da reinstecken. So. Man muss mal gucken, dass es da an den Löchern nicht drüber kommt. So. Na. Oh, die packt auch nicht richtig, deswegen. Die packt besser. Die habe ich mir nämlich gedacht hier. Vom Kontrast her ist das nämlich schön, dass das Grüne dann Und du denkst dir jetzt, ist aber kein FM, kann man ja nicht rausnehmen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber es ist mir egal. So, und dann habe ich ja hier noch einen halben Effi. Von wegen Ephemera mache ich hier einfach so ein Paperclip dran. So, ein Paperclip ist ein Ephemera. Das mit dem neuen Papier, was Luise da, dieses Day Effie's Life, mein Gott. Day, egal, Volume 1, ein Tag in Effies Leben. Ich komme jetzt nicht drauf. Auf alle Fälle habe ich mir das ausgedruckt bzw. etwas kleiner ausgedruckt und eins etwas, also kleiner gemacht, dann dupliziert, ne? Also das eine Bild, ne? Das ist ja nicht nur eins, das ist so ein Ganzes, hier, ne? So, etwas kleiner gezogen und dann dupliziert,
Ne? Dass ich beide die gleiche exakte Größe habe und eins davon dann gespiegelt. Und dann, wenn ich das ausgeschnitten habe, kann ich das nämlich so zusammensetzen, dass das dann auch passt. Ne? Kannst mir folgen? Ja, ne? Also wie gesagt, das gleiche Bild, nur einmal ist es gespiegelt und deswegen passt das. Weil wenn ich es zweimal gleich ausdrucke, dann habe ich zweimal diese Datei, wo das hier, ne, zum Beispiel der Hupel auf der Seite ist. Der nutzt mir nichts, ich brauche den ja auf der anderen Seite. Also wenn du sowas machst und auch mit digitalen Papieren arbeitest, dann einfach die eine Datei dann spiegeln und drucken. Dann hast du das dann so. Ja, habe ich gerade gesehen, ist irgendwo da. Da muss ich, weil ich habe das zwar auf Fotopapier, aber dann nochmal mit stärkeren unterlegt. Beziehungsweise ich habe, mein Fotopapier ist nicht dick. Ich habe nur 140er Grammatur Fotopapier, weil ich nicht immer so dickes benötige. Und wenn, dann kann ich das halt nochmal irgendwo draufkleben. So. So. Oder, mal gucken, ob ich das vorsichtig rausgezogen bekomme. Oder halt mit der dunklen. Das ist dann wieder das Thema mit den Entscheidungen, ne? Das ist dann wieder das mit den Entscheidungen. Mein Spinnchen hätte ich auch noch gerne untergebracht. Die ganze Zeit bin ich so stolz gewesen, dass sie noch heile ist, ne? Weil die wirklich schon Ewigkeiten jetzt hier bei mir in der Kiste rumfliegt. Und ausgerechnet heute beim Anmalen ist mir ein Stück vom Beinchen abgebrochen. Ausgerechnet heute. Die ist eh dann von hier, die müsste ich dann... Ne, da oben kommt der... Das passt wieder alles so nicht, wie ich das gerne hätte, ne? Dafür ist die doch wieder zu groß. Ja gut, dann eben nicht. Dann eben nicht, dann geht sie wieder in meine Kiste. Ich werde die einfach nicht los. Ich werde die einfach nicht los. So. Ja, mache ich denn jetzt mit dem dunklen oder? Ich finde das finde ich glaube ich doch besser als das dunkle. Doch. Da kann ich noch ein Etikett drauf machen. Ach, guck mal hier, ich habe ja auch die Libelle hier noch rumfliegen, ne? Die Barbara fliegt hier noch so rum. Ach, guck mal, da passt doch auch da drauf. Ja. Dann nehmen wir auf alle Fälle dieses. Der kleben wir auch mal direkt hier. So. Du wunderst dich natürlich jetzt, warum habe ich jetzt hier Pappe drunter? Ja, das brauche ich gleich, weil ich habe hier eine Glasplatte und ich werde gleich mit dem Bügeleisen hantieren. Ja, du hast richtig gehört, mit dem Bügeleisen. Und das mache ich immer ungern so auf Glas direkt. Und zwar werde ich meine Blumen aufbügeln. Ja. Muss ich mal gerade schauen, wie ich das am besten hier handhabe. So einzelne Blätter habe ich ja schon mal gemacht damit, aber so einen ganzen Blumenstrauß noch dazu, habe ich denn meine Pinzette? Noch dazu, weil ich ja möchte, dass das da reingesteckt wird, hoffe ich, dass das so funktioniert. Muss man gerade noch mal schauen hier. Normalerweise, das geht ja auch nicht, kann das ja nicht festkleben.
oder ich mache das doch einfach nur dahinter und klebe dann zum Schluss das Glas drauf und dann nach oben aufkleben. Wichtig ist nur, dass ich das so drapiere, also das kann ich ja schon mal da drauf machen. Das da drauf und das da drauf. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das denke. Ja, kommen wir jetzt mal zu dem Eigentlichen hier. Also, Embossing-Dabber hier, also Klebezeugs. Embossing-Tinte. So, und ich nehme kein Embossing-Pulver, sondern Transferpowder. Transferpowder ist ja im Prinzip nichts anderes wie Kleber, also Textilkleber, Pulverkleber. Ne? Ich habe damit schon gearbeitet mit Blütenblätter und es hat super gut funktioniert. Luise hatte ja vor einiger Zeit mal was dazu gebracht, ein Video, dass sie das mit Sticky Embossing Pulver gemacht hatte. Sticky Embossing Pulver habe ich nicht. Das gab es auch zu der Zeit nirgendwo mehr zu kaufen. Ja, aber ich hatte noch hier Transferpulver. Und wie gesagt, das ist ja nichts anderes wie ein Schmelzkleber, ne, dieses Transferpowder. Und deswegen dachte ich, mir müsste das doch funktionieren. Ich werde jetzt erstmal nur die Blüte hier auf dieses Blatt kleben, in der Hoffnung, dass das auch funktioniert. Also Blatt auf Papier funktioniert, ist kein Problem. So rum oder so rum, so rum. Erst einmal mit Kleber benetzen. Ne? Mal zuklappen, einmal Bügeleisen schnappen. Ich habe keine Ahnung, wie lange. Ich mache einfach mal so 21, 22, 23, 24, 25. In der Hoffnung, dass das gereicht hat. Ja, und das ist da schon mal super mit aufgeklebt. Und das mache ich jetzt bei dem anderen auch. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei mir kommt hier überhaupt nichts raus. Ja, zumindest hat er hinten jede Menge gehalten.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, da hat es wieder die Blätter abgerissen, weil ich mit meinem Fingertupfen da anscheinend Kleber drauf gemacht habe. Aber okay, das ist noch mal gut gegangen, so halbwegs. So. Jetzt gucken wir mal, wie wir das Ganze hier so hinbekommen. Das würde ich schon gerne unter diesem setzen. Also muss ich als erstes das Grüne festmachen. Und der kommt nachher da drunter. Also als erstes dieser, weil ich mir den Stiel noch ein bisschen darunter habe. Mir mal gerade eine Markierung. Blütenblättern ist das dann doch. Da muss ich von außen gleich irgendwas noch drauf machen. So, aber ansonsten
finde ich ja schon mal gut. Das andere wäre jetzt auch alles noch zu viel. So. Ja, das lassen wir so. Die gehen wieder zurück in meine Sammlung. Das machen wir so. Doch lieber Paperclipper. Erstmal werde ich jetzt hier die Vase festkleben. Ich glaube, ich bleibe beim Paperclip, ne? Der kommt gleich noch. Aber ich denke, ich mache da auch ein bisschen Artputsch drauf, wenn ich mein Pöttchen finde. Jo. Mal hierzu. Und zwar zeige ich dir jetzt mal ganz im Schnelldurchlauf, wie ich so einen Paperclip mache. Ich habe hier so eine Kiste, aber die kennst du ja, ne? Da sind so Verpackungsmaterial, aber festeres halt, ne? Alles, was so festeres ist, ist hier in diesem kleinen Kartönchen drin. Theoretisch könnte ich jetzt hier so draufkleben. Na? Aber dann würde man die Büroklammer ja sehen. Na, wenn ich jetzt hier so draufsetze. Dadurch, dass ich leider Gottes hier nur so eine blöde grüne habe, gefällt mir das nicht. Wenn das jetzt eine silberne wäre, fände ich das gar nicht so schlimm, weil dann würde ich das sogar noch ein Stück rausziehen. Und hätte dann eine schöne Ösung, könnte dann noch ein paar Perlen oder sowas dran setzen oder irgendwas anderes zum Bammeln. Ich habe aber leider Gottes nur diese hässliche Grüne. Also muss ich die nochmal verstecken. Na, jetzt das jetzt hier drauf. Klebt das fest.
I just want you close to me. Though we have a rivalry, we've been on this battlefield. Will you just take off your shield? Please just take off your shield. Out of food and gasoline. Meine Paperclips haben gerne erstmal runde Kanten. Wo ist es denn da? Runde Ecken meine ich. Und eine Seite ist bei mir immer kürzer wie die andere. Lässt sich dann immer besser aufschieben. Aber das ist ja ganz individuell. Das soll jeder machen, wie er möchte. So, das wäre jetzt der Paperclip und er kann jetzt mit allen möglichen auf Wunsch, nach Wunsch dekoriert werden. Noch ein bisschen hier. Entweder kann man den jetzt so oder so. Und dadurch, dass hier ein Stück kürzer ist, lässt er sich natürlich viel einfacher irgendwo drauf schieben, weil du das nicht auseinanderfriemeln musst. Ja. Doch, das gefällt mir so. Wo ist denn der halbe Effi? Den werde ich jetzt auch noch hier mit drauf machen. Gesammelten Naturwerke. Unser kleiner Effi hat ja ganz viel gesammelt. Und ja, das soll ja sowas wie wie Proben darstellen, ne?
Ja. Ja, das ist ein bisschen schief, ne? Aber es ist, schief ist Englisch und Englisch ist modern. Kennst du den Spruch? Doch. Jetzt gucken wir mal hier wegen Stempel und wegen vielleicht Spritzer. Vielleicht. Ich mag ja gerne in Verbindung mit Natur diese Risse. Mal einmal kurz ein bisschen zusammen. So, ich denke aber, da können noch ein paar Spritzer können da noch drauf, ne? Das Lesezeichen. Den Paperclip jetzt gerade hier an der Seite gelegt, weil der soll nicht voll gespritzt werden. Hier habe ich mir schon mal so Streifen hingelegt. Da möchte ich auch keine Spritzer haben. Und da auch nicht. So, hier habe ich Gold. Ja, ich mache das ganze Programm, ne? Gold, Silber und Gold, Bronze und Silber, nein. Gold, Schwarz-Weiß. So. Ich denke doch, das ist okay so. Bleibt dann jetzt so offen liegen. Das mache ich jetzt noch hier gerade rein und dann bleibt das so offen liegen. Und dann darf das hier so trocknen. Ich hefte das jetzt nicht ein, weil ich ja gleich noch Fotos machen muss. Ja, das war mein Prompt Schatz der Natur zum 19. Dezember. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Lass mir gerne einen Kommentar da, wie du das so findest. Ach so, natürlich, wenn das getrocknet ist, kommt der Paperclip da auch natürlich wieder dran, ne? Gar keine Frage. Ja, und wenn du magst, wenn du Lust hast, hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.